Hallo zusammen. Dieses Zeitraffer-Video, das einen Mann beim Springen auf einem schneebedeckten Trampolin zeigt, erinnert an einen Werbespot für einen mächtigen Subwoofer, nicht wahr? Bleibt dran, es warten noch viele weitere spannende Dinge auf euch. Ein brennendes Windrad ist ein ziemlich memehaftes Schauspiel. Es erinnert an eine Person, die innerlich tot ist, aber auf der Party trotzdem weiter tanzt. Habt ihr euch selbst wiedererkannt? Dieser Vierbeiner freut sich ganz riesig über einen neuen Tag. Lasst euch von seinem Optimismus anstecken. Guck mal, wir haben ein Video entdeckt, das die Schrecken der Bürokratie und gleichzeitig einen verzweifelten Kampf dagegen zeigt. So vertreibt sich Darth Vader die Zeit, wenn ihr niemand sieht. Diese Burschen haben den Begriff ihrer Zwillingsähnlichkeit auf ein völlig neues Level gehoben. Die originellste Methode, Apfelmarmelade zuzubereiten, ist, einen Apfel durch einen kräftigen Luftstrom schweben zu lassen und einfach zu warten. Das Motto dieses Skifahrers lautet, um beim Skifahren Spaß zu haben, braucht es keine Piste, doch den eigenen Hund dabei zu haben, muss sein. Dieser Mann hat wahrscheinlich noch nie im Leben so sehr bedauert, dass seine Kamera ausgeschaltet war. Tja, diese Chinesen haben schon wieder etwas automatisiert, was nicht zu automatisieren zu sein schien. Unser Tipp für einen heißen Sommer. An manch warmen Tag braucht man nichts weiter als eine in der Küche seit langem herumliegende Brezel, um sich eine Abkühlung zu verschaffen. Das Beste an diesem Video ist der zweite Hund, der sich in den ersten bestimmt unsterblich verliebt hat. Come on.
Jemand wird sagen, dass diese Frau ihren Hausschlüssel verloren haben muss. Wir dagegen behaupten, dass sie das Klettern neu erfunden hat. Wenn man diesen Clip Kindern zeigen würde, würden sie für diesen Beruf nicht weniger schwärmen als für den des Präsidenten oder des Astronauten. Dachtet ihr, die Curly Girl Methode wäre was Kompliziertes? Dann schaut euch die tägliche Morgenroutine dieses verrückten Kerls an. So bereiten echte Männer einer Legende zufolge Tee zu. Das haut einen um, Jimmy. Entdeckung des Tages. Die Kombination aus einer Tasse kochenden Wasser und eiskalter Luft sorgt für coolere Spezialeffekte als die in den Marvel-Filmen. Wow, rhythmische Sportgymnastik hat sich ganz schön verändert, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben. Es ist nichts Besonderes, nur ein ganz normaler Tag in Texas. Das ist keine Übertreibung. Ein Einheimischer schrieb unter dem Video, dass er bei dem Wetter ruhig einkaufen gegangen wäre. So lassen sich das Hydrofoil-Surfen und das Gassigehen mit dem Hund wunderbar miteinander verbinden. Und das Beste an diesem Video ist unserer Meinung nach nicht die beeindruckende Darbietung des Barkeepers, sondern die Reaktion des Mannes im Hintergrund darauf. So fühlen sich Menschen, die schon lange vor dem allerersten Lockdown gerne für sich alleine waren. Was denkt man sich nicht alles aus, um die Langeweile zu vertreiben, wenn man ganze Tage hindurch in einem engen Gehege hocken muss? Wären diese Bilder in Schottland entstanden, könnte man denken, dass es hier das Ungeheuer von Loch Ness höchstpersönlich wäre. In Wirklichkeit ist es ein gigantischer Komodowaran, der, wie man sieht, ein hervorragender Schwimmer ist, wobei er dabei maximal harmlos aussieht. Kaum zu glauben, dass dieses niedliche Tier ein ausgewachsenes Pferd töten könnte. Wir können uns vorstellen, wie groß die Augen der Artgenossen dieses schlauen Habichts gewesen sein müssen, die ihn in dem Moment sahen. Warum fliegen, wenn man fahren kann? Why would he land on my car? Why is that an idea? Maybe he's hurt? Wow. This is not happening. Would your husband know what to do?
Das könntet ihr tun, wenn ihr mal Lust habt, einen Gleitschirmflug zu einem noch gefährlicheren Unterfangen zu machen. Dieser Mann ging von der Arbeit nach Hause und träumte davon, sich eine Netflix-Serie reinzuziehen, als plötzlich... Während ihr es verzweifelt versucht zu verstehen, was das ist, ersparen wir euch die Zeit. So sieht eine Feuerwerkshow in Japan aus. Ihr habt doch nicht gedacht, dass die Japaner sich mit irgendwelchen langweiligen bunten Salven begnügen würden, oder? Das ist offiziell der größte Regenschirm, den ihr je gesehen habt. Das nur für den Fall, wenn ihr wissen möchtet, wie ein Roadtrip für VIP-Gäste aussieht. Bonus, man braucht keinen Rückblickspiegel zu montieren, da der Hund einen vor einer Gefahr von hinten 100% warnen würde. Das Erstaunlichste an diesen Bildern ist nicht, dass die Tiger zusammen mit Menschen so vergnügt im Meer baden, sondern vielmehr, dass sie derart gut schwimmen können. Dieser Sittich kann besser Radfahren als viele Protagonisten unserer Videos. Wisst ihr, warum sich diese riesige Menge von Gaffern in Indonesien versammelt hat? Sie alle schauen sich die Bergung eines Motorrads aus dem Fluss an. Wie wollen sie es wohl teilen? Ist das etwa eine herausgeschnittene Bonusszene aus Tremors im Land der Raketenwürmer? Die Jungs spielen Super Mario mit Hilfe von Surfbrettern. Wir würden gerne wissen, wie sie nachher wieder eingesammelt haben. Dieser Bursche hat dem Spruch "die Kurve kriegen" eine völlig neue Bedeutung verliehen. Ich kann nicht über einen Bordstein gehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Ein Typ aus dem Internet springt auf einem Seil über den Wolken herum. Sollte eure Freundin auch mal 4 Flaschen Champagner kaufen, würde es nicht automatisch bedeuten, dass sie alle vorhat zu trinken. Das war's für heute, liebe Freunde. Lasst ein Like da, wenn eure Laune sich merklich verbessert hat. Bis bald. Das nächste Video ist schon unterwegs.